Willkommen zurück hier im Ghost of Tsushima. Unsere letzte Quest, Erinnerung an ein unvollendetes Leid, steht an, vermute ich mal. Wir waren in der letzten Folge hier sehr viel erkunden. Hier oben alles erkundet, da unten alles erkundet, da alles erkundet. Dass wir nur noch die Questen haben. Einmal hier, danach gehen wir direkt darüber und dann einmal hierhin zu Tenzo. Ich hielt hier einst Totenwache, nachdem mein Vater starb. Dieses Lied. Es ist sehr schön, mein Herr. Es ist noch nicht fertig. Es dient dem Gedenken an meinen Vater. Ah, verzeiht, dass ich euch störe. Ich habe eure Sachen gepackt, doch einige Dinge eures Vaters fehlen. Ich werde sie suchen. Einen Augenblick. Natürlich, mein Herr. Wir stellen es zu Hause fertig, Vater. Fürst Shimura erzählte, Vater zerbrach es in einem Duell. Erschüttert von seiner Stärke, ergaben sich die Shikuzen-Rebellen umgehend. Wir sind die Blitze inmitten des Sturms, die Lawine, die den Berg erzittern lässt. Das ist der Sakai-Clan. Einige der letzten Worte, die er zu mir sagte. Ein Gedicht. Die Kalligrafie meiner Mutter. Wenn er dies las, hörte er sicher ihre Stimme. Könnte ich mich doch an sie erinnern? Junger Herr! Fürst Adachi. Es ist Zeit zu gehen. Fürst Adachi, vergib mir. Ich suche noch Habseligkeit meines Vaters. Die Späher melden Plünderer in der Gegend. Wir müssen los. Bitte. Kommt mit mir. Ja, ist klar. Natürlich. Ich bedauere euren Verlust zutiefst. Wir alle trauern gemeinsam mit euch. Hab Dank, Fürst Adachi. Die Bewohner von Umi bereiten eures Vaters Begräbnis vor. Meine Männer und ich begleiten euch und euren Vater nach Hause. Oi. Ich hätte ihn retten müssen. Dann hätten seine Mörder auch euch getötet. Der Sakai-Clan muss überleben. Schon bald tragt ihr die Rüstung eures Vaters. Und der Adachi-Clan muss wieder aufgebaut werden. Die Späher melden eine große Gruppe Plünderer im Anmarsch. Dann wir gehen wir sofort aufbrechen. Aber die Boote sind noch nicht voll beladen. Die Vorräte. Lasst sie hier. Die Leben unserer Leute haben Vorrang. Ihr habt Fürst Sakai gehört. Geht! Mein ganzes Leben floh ich vor diesen Erinnerungen. Aber jetzt, nachdem ich mich ihnen gestellt habe, glaube ich, euch zu verstehen. Ja. Okay, machen wir. Nach den Schlachten und hinter der Legende Kazumasa Sakai wart ihr nur ein Mann auf der Jagd nach etwas. Oder vielleicht auf der Flucht vor sich selbst. Ich bin froh, dass ihr anhieltet und mich endlich saht. Aber leider zu spät. Ich hoffe, irgendwann kann ich mit eurem Tod abschließen. Ich vollende euer Lied. Thank you.
Klagelied für Kazumasa. Und da oben brennt's doch, ne? Okay, sehr cool. Sehr, sehr, sehr cool auf jeden Fall. Muss ich sagen. Gefällt mir richtig. Das war jetzt echt. Das waren jetzt echt tolle Flashbacks. Boah, gerade so. Ich wollte den eigentlich ins Feuer kicken. Helf mir! Möge euer Tod allen anderen dienen. Bald seid ihr frei. Ich dachte, ich muss sterben. Geht. Gebt auf euch Acht. Bitte. Nehmt dieses kleine Geschenk. Meine Mutter würde diesen Ort lieben. Und die Rehe. Ich spiele ein letztes Lied. Für sie. Vater, meine Mutter hinaus, um bei den Rehen zu sitzen. Kyokus und ich spielte dieses Lied. Es war in Rohform und es brach die Regeln. Aber ich hatte es geschrieben. Sie öffnete die Augen und lächelte mich an. Oh, so eine Gänsehaut. Ich wollte ihr alles sagen, was ich nur sagen konnte. Aber sie wusste es. Sie sagte, nicht alle Worte müssen gesagt werden. Das macht mich emotional, muss ich sagen. Aber ich glaube, jetzt haben wir die Dinger bekommen, die Trophäe, dass wir alles Dinger, alle Spiele, alle Lieder gespielt haben.
Eine helfende Hand. Wo ist der Typ jetzt? Fisch. Die brannten mein Haus nieder, aber ich werde nicht aufgeben. Ich kann es wieder aufbauen. Ich begebe mich jetzt in den Wald, um Holz für die Wände zu sammeln. Darauf werde ich im Grasland jagen und Fälle für das Dach erbeuten. Okay. Ich dachte, hier geht's jetzt weiter, Bruder. Warte mal. Nein, nein, nein. Ja. Nein. Windschreine haben wir bis jetzt noch nicht mal einen gefunden. Nein, nein, nein. Danke. Ich begebe mich jetzt in den Wald, um Holz auf die Wände zu sammeln. Okay, danach werde ich im Grasland jagen und Felle für das Dach beuten. Ja, na gut. Vielleicht kommt es hier noch zur Quest. Ich dachte, wir treffen jetzt ihn hier an. Aber anscheinend nicht. Das ist nur der Schmied. Genau. Dann geht es tatsächlich hier weiter. Was will man machen, ne? Auf jeden Fall. Also, los geht's mit der Hauptstory, würde ich jetzt mal sagen, wieder. Griff Tenso damit zu den Plünderern. Da unten, oder was? Ah, ne. Genas Yarikawa. Ich dachte nicht, dass du es schaffst. Moin. Was geschah hier? Freunde von mir lebten auf diesem Gehöft. Ich hoffte, dass sie mit uns kämpfen. Doch diese Mongolen-Schweine waren vor uns hier. Sie verdienen ein anständiges Begräbnis. Doch nicht länger. Ich helfe dir. Das musst du nicht tun. Ich weiß. Ich möchte es. Nimm meine Schaufel. Die Rückkehr eines Plünderers. Mögen Sie Frieden finden im nächsten Leben. Hätte dich nicht für religiös gehalten. Ich stecke voller Überraschungen. Du wolltest überlegen, ob du mich zu deiner Bande bringst. Hast du dich entschieden? Kommt darauf an. Beeinflusst das Gift des Adlers dich noch? Ja. Bisschen. Doch es macht mich nicht langsamer. Bring mich zu deinen Plündererfreunden und ich zeige euch,
dass ich mitkämpfen kann. Na gut, Samurai. Uns steht ein langer Ritt bevor. Halt mit mir Schritt. Wohin bringst du mich? Eine alte Plündererfestung. Einst versteckten wir uns dort vor den Samurai. Jetzt schützt sie uns vor den Mongolen. Hast du keine Bedenken, einen Samurai euer Versteck zu zeigen? Doch, und wie? Aber wir brauchen jeden, der kämpfen kann. Sieh dich einfach vor, wenn wir dort sind. Seit der Sakai-Invasion sind die Samurai noch unbeliebter als eine Grube voller Giftschlangen. Die Sakai-Invasion. Der Schlechter von Iki und seine Bande dachten, sie könnten Recht und Ordnung auf unsere Insel bringen. Wir haben es ihnen gezeigt. Doch, das hat uns viele gute Leute gekostet. Wie ich gehört habe, war keine Seite unschuldig. Da ist was Wahres dran. Einen sauberen Krieg gibt es nicht. Ein Stück voraus ist ein Geheimgang zur Festung. Mongol. Sie kennen den Eingang. Stellt euch und kämpft! Schwert ist Samurai. Yuga, hol mich her! Ah! Das war ganz schön knapp, aber... Und das reicht, weil ich bin gerade am Handy. Wo ist er? Weg mit dir. Wow, wie vorig diese fucking sind, Digga. In dem Haus oder wie? Oder wo sind die? Boah, die hier viel Fleisch. Da seid ihr. Guck mal, das wird es. Wir machen es mit Stil. Gut. Nicht so krank zum Kämpfen. Hier kommen wir nicht rein. Das war Fune. Wenn Fremde unser Heim finden, blockieren wir den Eingang und töten die Zeugen. Ausnahmslos. Ich hoffe, sie behandelt eingeladene Gäste besser. Wir werden es bald sehen. Wie kommen wir rein? Nur übers Meer. Da gab es vor Jahren einen Weg. Vor meiner Zeit. Weiß nicht, ob er noch existiert. Versuchen wir es. Wie viele Samurai hat dieser Mann ermordet? Erinnert ihr euch an den Diener eures Vaters? Seine Kehle wurde aufgeschlitzt, als er schlief. Sein Blut befleckte euer Zelt. Genug! Jin, alles gut? Ja. Manchmal höre ich die Stimme des Adlers. Als würde sie deine Gedanken lesen? Nein. Ich höre meine eigenen Gedanken. Von denen ich nicht wusste, dass ich sie denke. Aber in ihrer Stimme. Ich hoffe, das hört auf. Es leuchtet ein, dass die Samurai euer Versteck nicht fanden. Sie überlebte als einzige Festung auf der Kriegs- aus, hier wieder. Wow. Hoffentlich auch die Mongolen. Kein Weg hinüber. Es gibt immer einen Weg. So etwas müssen Samurai wohl sein. Und Räuber müssen immer stänkern? Nur die Schlau. Oh, hier. Magic Moment. Schöner Trick. Sowas brauche ich auch. Gibt's beim besten Schmied auf Tsushima. Dafür nach Tsushima? Das lohnt nicht. Kleiner Rückschlag. Such einen anderen Weg. Du kannst gerne mitmachen. Oh, du Kacke. Ja. Das ist toll. Nicht sterben. Alles gut. Nicht schlecht. Jo. Bastarde.
Das ist eins von unseren Schiffen. Ach du Kacke. Freunde von dir? Freunde würde ich sie nicht. Aber ja. Und ihr Kriegsschiff schon 4 Schiffe gekostet. Ich bringe uns hier durch. Wie bist du zu Fune gestoßen? Wir waren beide im Sakai-Gasthaus untergekommen. Du meinst vor Sakai? Ungenießbares Essen. Aber unsere Schädel blieben heil. Viele Gäste hatten nicht so viel Glück. Wir sind fast da. Er lockt euch in ein Versteck von Mördern. Sie werden euch ebenso töten, wie sie euren Vater getötet haben. Ist gut jetzt. Wenn wir durch das Tor gehen, gibt es kein Zurück mehr. Alles, was du tust, fällt auf mich zurück. Alles gut. Ich will das nicht bereuen, Samurai. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, Tenzo. Versprochen. Gut. Halte dich daran, dann geschieht dir nichts. Bleib in der Nähe. Hol nicht das Schwert raus und überlass mir das Reden. Jo. Dann mal los. Tenzo, du bist zurück. Du hast einen Samurai dabei? Wenn Fune das mitkriegt. Ich sage es ihr selbst. Zurück auf eure Posten. Ich hab dich im Blick, Samurai. Ja, und ich schließe die Kehle auf. Kumpel. Gehen wir zu Fune. Beeindrucke sie. Dann lassen die Wölfe von dir ab. Und wenn mir das nicht gelingt? Sie hat schon Männer gefesselt und von der Flut ertränken lassen. Und einen Verräter mal als Möwenfutter am Mast ihres Schiffes aufgeknüpft. Weiß nicht, was sie mit einem Samurai macht. Diese Leute. Noch mehr Opfer des Adlergifts. Sie hatten nicht so viel Glück wie du. Tenzo! Uns gehen die sauberen Tücher aus. Sieh in den Schubladen nach. Reiß mein Hemd in Streifen. Gehen wir, Jim. Fune wartet. War das dein Haus? Es wurde gebraucht. Was ist da vorne? Ah, Legendenerzähler. Glaube ich. Soweit ich weiß. Da ist Fune. Beobachtet uns von ihrem Lieblingspunkt aus. Tenzo, schwing deinen Arsch hier rauf. Ich komme, Fune. Denk dran. Sei nett. Da bist du ja, Tenzo. Ich kann das erklären. Das hoffe ich, denn ich möchte wirklich gerne wissen, weshalb du einen Samurai zu mir einlädst. Ganz ruhig. Du sagtest, finde Leute, die kämpfen können. Ja, für uns, nicht gegen uns. Wenn ich euch töten wollte, Jin. Ist schon gut, Tenzo. Lass mich hören, wie der Samurai sein Grab schaufelt. Ich bin hier, weil die Mongolen auch meine Heimat bedrohen. Wird dem Adler hier nicht Einhalt geboten, bringt sie ihre Armee und ihr Gift nach Tsushima. Wir können sie besiegen und unsere Heimaten retten. Aber nur, wenn wir zusammenarbeiten. Er ist dein Fang, Tenzo. Was meinst du? Vielleicht hilft er uns. Oder die Mongolen spießen ihn auf. Und du kannst mit einem weiteren Samurai-Tod auf Iki angeben. Jedenfalls haben wir nichts zu verlieren. Also gut, Samurai. Werdet bloß nicht seekrank. Wenn der nächste Sturm aufzieht, greifen wir mit allen Booten in dieser Bucht das Mongolen-Kriegsschiff an. Dabei würde die Hälfte eurer Männer sterben. Bringt mich auf dieses Schiff. Ich versenke es. Tenzo, schaff mir den Witzbold aus den Augen. Jin hat nicht ganz Unrecht. Wir kommen nicht einfach an Bord des Schiffes. Aber ein mongolisches Boot aus Iki bringt alle paar Tage Vorräte hin. Wir könnten dieses Trossschiff für unsere Lieferung kapern. Tenzo, wenn du glaubst, dass das klappt, übernimm das. Ich brauche ein paar Männer. Jin mit eingeschlossen. In Ordnung. Das Trossschiff liegt an der Nordostseite der Insel. Such nach einer kleinen Bucht an steilen Klippen. Wir sehen uns dort. Fune, war mir eine Freude. Werdet nicht übermütig, Samurai.
Ja, diese Frau hat sehr viel Temperament. Ja, ich glaube, jetzt habe ich es. Auf jeden Fall. Zack. Die Legende wächst. Was Vermächtnis? Irgendwas. Irgendwas mit Vermächtnis. Gin aus Yarikara. Jo, wo müssen wir denn hin? Komplett auf die andere Seite der Map. Zum Glück waren wir da schon, ne? Und dann die Lippen. Soweit. Von wem redet ihr? Schwarzhand Riku, der verfluchte Piratenkapitän, der noch von jenseits des Grabes Schrecken auf Iki verbreitet. Hm. Schwarzhand Riku. Kam er nicht vor Jahren auf See um? Das ist wahr. Ich bin Kashira. Ich segelte unter Rikus blutbefleckten Banner. Die Dinge, die ich sah, bereiten mir heute noch Albträume. Erzählt ihr mir die Geschichte? Natürlich. Ich hoffe, ihr seid nicht zimperlich. Oh nee, machen wir nachher. Merken wir uns auf jeden Fall. Ich glaube, hier können wir uns auf jeden Fall gut aufrüsten nochmal. Bevor wir gehen. Ja, definitiv. Da war jetzt noch sehr viel Stuff. Was kriegen wir denn hier bei von Ach, Bruder. Sarugami-Rüstung. Mhm. Aber ich würde sagen, machen wir jetzt erstmal hier weiter. Kage, komm! Ich komme mit Kage nicht durch. Obwohl. Warte mal, hier waren wir doch schon. Ah ja, na klar. Ich hab das doch hier alles geradet schon. Genau, in der letzten Folge, glaube ich, war es sogar. Sag jetzt nicht, wir müssen da ganz hoch. Ach, Bruder. Wen willst du verarschen? Naja, wir müssen oben rum. Jo, passt. Wo ist Tenzo? Auf den Klippen. Spricht mit einem Freund. Mehr Mongolen lügen. Nein, Tenzo, was soll das? Spricht die Wahrheit. Tenzo? Lässt du mich warten, Jin? Was sollte das? Freund nächstes Mal nicht so voreilig. Vielleicht wusste er etwas Brauchbares. Gesungen hat er. Du nanntest ihn einen Lügner. Was hat er gesagt? Das kann warten. Das Schiff legt bald an. Wenn es da ist, sag deinen Männern, dass wir es leise entern. Wenn es zu viel Schaden nimmt, durchschaut das Kriegsschiff des Adlers unsere Tarnung, bevor wir nah genug zum Angriff sind. Keine Angst, Genos Yarikawa. Das Trossschiff wird keinen Kratzer abbekommen. Wurde ich jetzt Das ist doch alles ein bisschen Schmuh, oder?
Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Das, ich finde das alles so ein bisschen wackelig. Habe ich so das Gefühl. Es ist Zeit. Sie kamen mit Ruderbooten an Land. Wir borgen sie uns für den Weg zum Schiff. Der Nebel ist gut für uns. Wenn sie uns kommen sehen, könnte sie das verscheuchen. Jetzt reden wir da unten geradewegs nochmal. Ich bleibe bei Sinnen, falls du das meinst. Nein, du sagst, es lässt dich Dinge sehen? Dinge, die ich vergessen will. Wie dein Seidenhakhammer mit Blut zu besudeln? Ein bisschen schlimmer als das. Gut, ich beiße an. Was ist das Schlimmste, das Jin aus Yarikawa passiert ist? Der Tod meines Vaters. Wir kämpften gemeinsam. Tut mir leid. Muss es nicht. Du wusstest es nicht. Ihr wisst, wie es läuft. Schnell und blutig. Sonst bemerken uns noch mehr. Wir müssen das Ding ja hier. Leute, ich hab's getötet nicht. Schalte die Waffen aus. Die sprengen euch in Stücke. Na los, Jin. Zeig uns, was ein Samurai kann. Achtung, Beschuss. Halte den Kopf und... Scheiße, Digga. Die Plünderer wissen, wer ihr seid. Sie locken euch in eine Falle. Ihr seid nicht echt. Wenn ihr sterbt, sprechen die Plünderer dann ein Gebet für euch. Dasselbe, das sie vor dem Mord an eurem Vater sprachen. Wie ging das Gebet nochmal? Ihr kennt die Worte. Sie verfolgen euch. Möge euer Tod allen anderen dienen. Seid still! Nerven sie nicht. Namen spucken. Als er starb, wart ihr zu schwach, um ihn zu retten? Ich trug keine Schuld. Wie nervig, ey. Muss ich sagen.
Hier war doch irgendwo noch Munition. Noch mehr Pfeile. Aber von wo? Wo denn? Ich weiß, dass wir die letzten Gegner sind. Ich habe jetzt die letzten Gegner gefunden. Das läuft gut. So, das war's. Hat ja ganz schön gedauert, die Kanonen lahmzulegen. Ich dachte, du bräuchtest mal eine Verschnaufpause. Wie umsichtig. Was ist los mit dir? Zuerst stehen wir Schulter an Schulter. Und dann möchtest du anscheinend die Klingen kreuzen? Nicht jetzt, Samurai. Wir haben zu tun. Dann lass uns danach weiterreden. Ich glaube, sie sind ein bisschen schmutzig. Nimm Kurs auf das Kriegsschiff des Adlers. Hoffentlich merken sie nicht, dass die Besatzung Plünderer sind. Ja! Hoffen allein reicht nicht. Lass deine Männer sich verstecken, wenn wir in Sichtweite kommen. Ein leeres Schiff ist ja gar nicht verdächtig. Es verschafft uns Zeit, uns an ihren schweren Kanonen vorbeizunähern. Wir warten, bis sie an Bord kommen. Dann greifen wir an, jagen ihren Schwarzpulvervorrat hoch und reißen dem Biest den Bauch auf. Wehe, du liegst nicht richtig. Angreifen! Noch nicht. Jetzt wartet. Gleich. Jetzt. Angriff! Schickt diese Bastarde auf den Meeresgrund! Warum bin ich da durch den Boden geflogen gerade? Also.
Alter. Hä, wie viele Kampfens muss ich denn da nehmen? Die Tür ist verbarrikadiert! Brecht sie auf! Schild! Suchen wir einen anderen Weg! Das war einer von unseren Männern. Für Funes Zuflucht gekämpft. Jetzt erobern wir Iki zurück. Und eines Tages entkommen wir diesem endlosen Leid. Schön, dass ich Erika habe. Okay. Gute Arbeit, Tensor. Das wird Fune sicherlich gefallen. Nein. Sie wird uns bei lebendigem Leib häuten. Was? Wovon redest du da? Sag du's mir. Fürst Sakai. Oh. Wenn dein wahrer Name ans Licht kommt, wird jeder Einzelne in dieser Zuflucht dir die Kehle aufschneiden wollen. Sag meinen Namen. Ich werde mich verteidigen. Genau das will der Adler doch. Blutvergießen zwischen Samurai und Plünderern. Sie weiß, zusammen sind wir eine Bedrohung. Schwachsinn! Woher weißt du, wer ich bin? Von dem Mongolen, den du verhört hast? Der Adler wollte, dass du es weißt. Das habe ich davon, einem Samurai zu vertrauen. Ich bin hier aufgewachsen. Lernte im Seichten das Schwimmen. Half beim Bau dieser Häuser. Brach mir den Arm, als ich an den Felsen kletterte, um meine Frau zu beeindrucken. Du hast eine Frau? Hatte ich. Sie und das Kind starben im Kindbett. Fune begrub sie mit mir. Das ist meine Heimat. Diese Leute sind meine Familie. Wenn sie erfahren, dass ich den Sohn des Schlechters von Iki herbrachte, dann werden wir beide gepfählt. Als Futter für die Krabben. Das wird nicht passieren. Es bleibt unter uns. Wir haben wohl keine Wahl. Wir haben dem Adler heute einen Schlag versetzt. Hab ich mir schon gedacht, wir können Iki retten, wenn wir zusammenhalten. Aber das war erst der Anfang. Ihr Samurai und euer Geschwätz. Ich sag Fune, dein Plan war gut. Geh zu ihr. Sie wird sich sicher bei dir bedanken. Ach, das ist doch eine Falle, Bruder. Irgendwie bezweifle ich das. Sieh dich vor, Tensor. Pass auf, was du sagst. Du auch. Jin aus Yarikawa. Jo.
jetzt inmitten des Sturms. Stammschreck. Oh. Sprich mit Fune. Ja. Hier gibt's einen Rüstungsschmied. Oh mein Gott, Bruder. Wie ist das denn? Seid gegrüßt, mein Herr. Kenji? Wo? Möchte nicht mit dem armen Tropf tauschen, den ihr gehabt. Aber Kenji, wo bist du? Unten oder was? Kenji! Sonst besitzt du. Mein alter Freund. Kenji, was macht ihr denn hier? Hier gibt es Kenji! Ich bin untergetaucht. Wenn bestimmte Leute wüssten, wo ich bin, wäre ich längst tot. Gut, das dient eurem eigenen Wohl. Wenn das erste Schiff nach Tsushima fällt, bin ich der Erste, glaubt mir. Okay. Also, wir brauchen jetzt erstmal den Rüstungsschmied. Der ist da vorne. Ah. Diese Rüstung könnte mehr als Spucke und Polieren vertragen. Achso, nee. Der Dingerschmied. Mit stumpfer Klinge kommt ihr nicht weit. Endlich. Vorsicht, es ist zweischneidig. Genau. Okay, sehr gut. Was haben wir da jetzt? Unentdeckter Ort. Na, ich vermute mal, das ist der Legendenerzähler, oder? Die Nase. Und dann die Lippen. So weit ging die Grausamkeit. Ah, ne. Turnier der geheimen Bucht. Der Duellring ruft. Alles klar, dann machen wir hier auf jeden Fall weiter in der nächsten Folge. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich hoffe, Tenzo behält unser Geheimnis für sich. Dass wir fürs zu klein sind. Auf jeden Fall.